This ship is huge. Do you think they're planning to use it to spread Ouroboros? No. Using a ship like this would give away their position too soon. They must have another plan. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Resident Evil 5. Schönen Tag. 5. Mit Dominik. 5. 5. Ja, wir sind hier auf einem Boot. Ich glaube, wir jagen den Wesker-Typen. Da oben läuft einer im Krähennest an der Laterne. Die ganze Zeit. Ja, genau den meine ich. Er hat irgendwas blinzelt, also irgendwas blinkt in seiner Hand. Glaube ich, so ein Schockstab oder sowas. Könnte den ja jetzt abschießen von hier aus. Mach doch. Naja, müsste nur die richtige Taste drücken, ne? Bam! Ey, Junge! Oh nein! Jetzt kommen sie alle. Gib mal Ruhe. Ach, da läuft noch einer. Gut, dass ich das Gewehr noch mit hab, ne? Poff. Ja, hier könnte man ja prinzipiell den Granatwerfer verwenden, aber nicht unbedingt. Säuregranate hört sich doch schön, oder? Jetzt kommen sie. Wo sind sie denn? Uah. Ich weiß nicht, ob jetzt hier den Dings einsetzen so eine gute Idee ist. Den Granatwerfer. Wenn die hier oben stehen. Wenn die hier oben bei uns rumstehen. Aber ich könnte ja so machen. Schön ist auch, ich habe gerade eine Warnung bekommen, dass mein Controller leer ist. Ach, die habe ich gefühlt 8-mal am Tag. Ist jetzt mal gut? Nee, kommt noch. Einer kommt noch hoch. Hier hast du eine Säuregranate. Soll ich sie irgendwas ist dem voll egal. Ich gehe mal runter. Hallo, Freund. Wo rennst du denn hin? Hier ist Pistolenmunition auf jeden Fall. Ja. Kann ich dem jetzt... Ach, jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er tot. Und Maschinengewehrmunition. Ich nehme mal die Handgranate mit. Ich nehme mal Pistolenmunition. Den Rest kannst du alles haben. Hier ist noch Pistolenmunition. Ich weiß auch gar nicht. Ich muss mal kurz ins Inventar gucken. Na, einen Platz habe ich noch. Ja, genau. Wir sind auf der Jagd nach Wesker. Der sich ja aus dem Staub gemacht hat. Jetzt mal gucken, ob wir hier noch jemanden sehen können. Nee, sieht leer aus. Und ja, mehr habe ich von der Story leider nicht mehr im Kopf. Muss ganz witzig sein, wenn man sich das im Ganzen am Stück anguckt. Alle vier Parts oder so, sagen wir, dass wir keine Ahnung mehr haben, was Sache ist. Ist echt so. Aber das Projekt läuft ja nicht schon seit 2 Jahren oder ach, so. Kletter mal da hoch. Da jemand? Nein. Hallo, ist da jemand? Da kann man wieder runterklettern. Da steht ein Kraut auf dem Flur. Es steht ein Kraut auf dem Flur. Da geht's nicht weiter, ne? Na, dann müssen wir hier rum. Nee. Ich will nicht springen. Kann ich nicht einfach die Leiter runterklettern? Ach, wie doof. Ah, dann kletter ich ganz schnell hier wieder hoch. Hier oben ist doch bestimmt irgendwas versteckt, irgendwie so ein blaues Ding, was man abschießen kann. Da oben steht einer. Wo da oben? Auf dem Kran! Auf dem Kran? Ja. Wo ist denn da ein Kran? Ach, keine Ahnung, oder Träger oder was da ist. Irgend so. Da stehen sogar 2 Leute. Und da stehen auch noch Leute. Okay, ich kann sie sehen, aber die sind halt ziemlich weit weg, ne? Da wird das Schießen ziemlich. Jo, lass du mal. Puff. Okay. Bist du hoch oder runter? Einer schwebt nach unten, wenn du das sehen könntest. Guck dir mal den zweiten an, der da auf dem Kran steht. Ja. Vielleicht klappt es bei dem nochmal. Na, verdammt, daneben. So, jetzt guck mal. Das ist wunderbar. Ich bin nach unten gegangen, um dann gleich auf der anderen Seite wieder nach oben zu gehen. Guck mal, Gewehrmunition. Soll ich mal hier hochgehen? Ach, da geht's noch weiter hoch. Hier, ja. Da stand ja einer vorhin. Da kannst du ja, vielleicht hat er ja was Tolles fallen lassen. Ich sammle derweil hier. Ach, hier mal ein ist eine Kiste. Und hier ist Gewehrmunition. Gewehrmunition? Die ist gut, die kannst du später dann rübergeben. Pistolmunition. Fackel. Tricell. Aber sonst ist hier nichts. Ja, tief gesprungen. Ja, mach doch gleich nochmal hier. Aber ist ja super Donkey Kong. Ja, er kann das ja. Muss das können. Wir sind denn da? Lass mal die Munition rüber wachsen. Nee. Ich habe zu viel Munition bei mir.
glaube ich. Kannst du nicht schon irgendwas laden oder so, oder ist alles voll? Nee, alles voll. Ja. Ich bin ja auch ein Held. Ich habe noch zwei Plätze frei. Wow, Hund! Was ist das für Musik? Hunde. Wo Hund? Hinter uns, unten. Was? Wo? Da. Ich gehe mal hier hoch. Wir können nicht mal. Die Hunde können bestimmt nicht hier hoch. Ja, glaube ich nicht. Aber da waren noch zwei Hubbels. Die sind stehen geblieben. Clever von euch. Schieß mit dem mal den Kopf weg. Huch, hallo? Dann machst du hier. Ah, guten Tag. Bisschen Spraddel-Ding. Ach, bist du wieder. Ja, ist natürlich schön, dass man die einfach so von der Leiter wegschießen kann. Oh. Au. Was denn? Hab ich dich getroffen? Ja, ist das ich möglich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, der ist tot. Pistolenmunition. Und der da unten? Hat auch fertig geblubbert. Ja. Hunde? Hunde? Keine Hunde mehr. Alle tot. Was ist das hier für eine Munition? Maschinengewehr. Ich hätte ein grünes Kraut. Soll ich das mal einsetzen? Ich habe auch noch eins. Also mir ist egal. Ach, lass mal. Mal sehen. Vielleicht finden wir ja noch... Interessantes. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ich habe so das Gefühl, dass hier Hunde kommen. Und voll. Oh super, ich sterbe. Okay. Super. Und ich glaube, Säuregranaten sind nicht so toll. Nicht so geil. Nee. Doch mal besser die Pumpgun mitgenommen. Na ja, gut, wenn du jetzt da so stehst, dann kann ich ja hier. Ja, ich habe eben gerade schon mal benutzt, aber. Ja, hab ich gesehen. Ja, da stand irgendwas mit Kreisen. Habe ich gesagt, ja, gar nicht Kreis drücken. Ich dachte, ja, der wird irgendwie ein Schlag oder so. Du brauchst was für die. Was geht mit dir kaputt? Okay. Hilfe, ich glaube, wenn dich das Ding erwischt, dann ist es aber Ende im Gelände. Also, Säuregranaten sind echt. Lass mich doch mal in Ruhe. Ist so schnell. Elektrogranaten. Also der Granatwerfer ist ja mal echt für die Tonne. Scheiße. Das war knapp. Ihr habt aber auch nicht stehen, ne? Nee, vor allem läuft er auch so schnell. Jetzt. Okay, der hat mich nur umgeboxt. Okay. Hab nicht mehr hier wirklich viel abgezogen. Frump. Die war wirkungsvoll, möchte ich meinen. Blendgranate. Der stand auch genau richtig. Ist hier irgendwas Geiles so? Nee, ich glaube nicht. Wir gehen relativ langsam vor, habe ich so das Gefühl, aber ich erinnere mich da an die letzte Aufnahme. Noch eine Blendgranate. Noch eine Blendgranate. Will ich mit den ganzen Granaten? Schmeißen. Das wäre Sinn und Zweck einer Granate, ja. Da oben bewegt sich eine Tür. Aber ich glaube, das ist immer so. Links ist nisch. Rechts ist nisch. Sind wieder irgendwie so Stolperdinger. Also ich sehe mal hier nichts. Da auch nicht.
Hier ist eine Kiste drin. Da vorne ist irgendwie so ein Leuchteding. Ein Leuchteding? Ja, dann leuchtet irgendwas. Da hinten leuchtet was. Das ist eine Lampe. Da ist eine Tür. Gehen wir mal schnell hin und schnell wieder weg. Okay. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Wir müssen wir zur komisches Tür. Komisches Areal. Was ist das denn hier für eine Tür? Knopf drücken. Drücken wir mal den Knopf. Aha, jetzt können wir hindurchlaufen. Hm. Bleiben wir hier auf der Seite stehen. Kontrollpunkt. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, kannst du da irgendwo hoch oder runter klettern? Hast du irgendwas gedrückt? Ja, den Knopf. Nochmal. Nö. Nö. Hier tut sich nichts. Dann drücke ich nochmal den Knopf und komme dann rüber zu dir. Ja. Brauchst du Pistolenmunition? Ja, wäre nicht schlecht. Wenn du so nicht brauchst, 35 Schuss. Ja. Ist jetzt auch nicht so viel, ne? Aber. Ja. 17 ist halt weniger. Ja. Guck mal, hier ist noch ein Knopf. Untersuchen. Zwecklos, ich brauche eine Schlüsselkarte. Mhm. Die blinkt ja da drüben. Hier ist aber Sackgasse. Hier vorne ist aber eine Leiter. Ach so. Ach so. Ach so, habe ich gar nicht gesehen. Und hier ist eine Kiste, die man schieben kann. Kann man die alleine schieben oder muss man da... Die zweite muss man ran. Ja? Ja. Ja, mach die mal gleich. So, das sieht mir hier so ziemlich nach Arena aus. Mhm. Wollen wir da runter? Ja, wir müssen, ne? Mhm. Ja, komm, hüpf. Geh mal schnell zur Kiste, wollte ich gerade sagen, aber... Ich stehe noch oben. Ich stehe noch oben. Wie, ich stehe jetzt gleich unten. Ah, toll. Oh nein, ich bin gefangen. Ich stehe unten. Kommen jede Menge Leute. Ja, hinter dir, hinter dir. Da kann ich nicht gehen. Zack. Zack. Eine Tür, ein wildes Dennis-Tür. Oh, der hat einen Helm auf. Oh, hast du den kaputt gemacht? Nein. Dann habe ich auch noch eine Granate von dem getroffen. Da kam noch einer rausgehüpft. Ja, da ist noch der hat ein Schild. Ja, ich versuch mein... Ja, jetzt hat er... Nein, jetzt wird aber so ein komisches Viech wieder. Ja. Oh nein. Dann... Das ist doch nicht... Lass mich doch in Ruhe. Such da. Könnte ich nicht einfach auf dich fixiert sein? Das wäre sehr nett. Naja, ich stehe ja hier ziemlich blöd herum, ne? Ich meine. Genau deswegen, ja. Einfach keine Munition mehr. Gehen wir nochmal. Was war das denn? Eine Elektrogranate. Die einen Scheißer killt. Dennis setzt Glasspruch ein. Das ist sehr effektiv. Das war nur Besteck. Och Mann, ey, geh mir nicht auf den Sack, ich hab nur 7 Munition. So, jetzt müssen wir, glaube ich, oh nee. Jetzt ist es kaputt. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich gucken, wie ich dich da rauskriege. Was ist das denn? Ist das ein Zettel? Das ist irgendwas. Kranschlüsselkarte. Mhm. Wo ist die Konsole zum Bedienen? Wie komme ich. Ah, warte mal, ich muss Kisten. Hier erstmal. Mhm. Ja, aber ich hänge hier mal so weit rum. Ja, ja, mach du mal. Aber wie siehst du. Oder kann der hier hochklettern? Ah. Da eben. Wie soll ich denn da hinkommen? Die Frage ist, wie kommst du da hoch? Genau. Ich könnte mal die Karte wieder anschalten. Oder kommst... Du kommst nicht aus dem Kisten-Ding raus, komm ne? Komm da nicht raus, nee. Ich geh nochmal die Dings hier ab. Nee. Ich bin hier... fest.
Warte mal, da oben. Was ist das für? Da oben steht noch einer. Gucken, ob ich dem die Hirse wegknallen kann. Da. Ah! Das war jetzt ungünstig, dass du da drauf geschossen hast. Ja, aber er ist tot. Trotzdem, warum leuchtet denn dann nach oben Schild? Das ist eine gute Frage. Warum hört die Musik nicht auf? Das ist auch eine gute Frage, aber ich sehe sonst keinen mehr hier rumstehen.